Liebe Schwester, wir sind uns nie begegnet, haben leider nie zusammen gebetet. Ich wusste nichts über dich, bis zu jenem Tag, als ich zufällig den Titel las, Tod im Gericht. Ich fing an zu lesen, erfuhr, dass du einen Mann und einen Sohn hast, dann der große Schock im nächsten Satz. Ich las, dass du schwanger warst. Meine Neugier ließ mich nicht mehr los, ich verschlang die Worte, bis zu dem Punkt, als ich erfuhr, warum der Täter dich ermordete. 18 Stiche in 30 Sekunden, überall war dein Blut. 18 Stiche und das wegen deinem Kopftuch. Mir schnürte es den Hals zu, weil du meine Schwester im Glauben bist. Mein Herz pocht jetzt noch und ich frage mich, wie kann sowas passieren in einem Land, das sich so aufgeklärt und modern hält, was die Gleichberechtigung und Menschenwürde an höchster Stelle steht. Hier in einem Land, in dem man frei zu sein scheint, ob als Homosexueller, als Punk oder Nonne, wenn man meint. Ein Land, dessen Geschichte uns erzählt, wohin Hass und Ausgrenzung führt. Dennoch ein Land, welches nicht versteht, sich nicht rührt. Warum? Weil euch das Kopftuch stört? Weil es zum Feindbild des Westens gehört? Warum? Weil der Islam eure Freiheit zerstört? Habt ihr euch deshalb gegen uns verschwört? Während der Staat damit beschäftigt ist, Schläfer zu suchen, hat die Anti-Islam-Kampagne jetzt einen Tod in Deutschland zu verbuchen. 18 Stiche in 30 Sekunden, überall war dein Blut. 18 Stiche und das wegen deinem Kopftuch. Die Berichterstattung sind voller Vorurteile. Sie füllen die Medien Zeile für Zeile. Die muslimische Frau ist unterdrückt, darf ihre Meinung nicht sagen. Nur ihr Vater zwingt sie dazu, Kopftuch zu tragen. Kein Platz für den Tod unserer Schwester Marwa. Für den Schmerz ihres Mannes, der dazwischen ging. Den Schmerz ihres Sohnes, der an seiner Mutter hing. Wo sind Sie, Frau Kanzlerin? Auf dem G8-Gipfel sprechen Sie darüber mit dem ägyptischen Präsidenten. Doch Ihre Aufmerksamkeit sollten Sie uns hier lieber schenken. Wo soll das hinführen? Moscheen haben schon gebrannt in diesem Land. Frauen wie Marwa werden Islamistin, Terroristin und Schlampe genannt. Du hast kein Recht zu leben, sagte der Täter. Was ist Frau Merkel? Ist Rassismus immer noch ein Randthema? 18 Stiche in 30 Sekunden, überall war dein Blut. 18 Stiche und das wegen deinem Kopftuch. Ich halte mir immer wieder diesen Satz vor Augen. 18 Stiche in 30 Sekunden, überall war ihr Blut. 18 Stiche und das wegen ihrem Kopftuch. Sollte mich jemand nach der Bedeutung des Wortes Sinnlosigkeit fragen, kann ich voller Überzeugung sagen. 18 Stiche und das wegen einem Kopftuch. بأي ذنب قتلت علمت نفس ما قدمت.